Nils kann jetzt auch mit seinem Smartphone bezahlen. Doch er fragt sich, wie werden wir in 10 Jahren bezahlen? Gibt es dann noch Bargeld? In Deutschland werden heute noch 75% der Einkäufe bar bezahlt. Im Vergleich zu Europa liegen wir damit im guten Mittelfeld. Die Niederländer bezahlen beispielsweise fast die Hälfte ihrer Einkäufe mit Karte oder mobil. Die Spanier dagegen zücken bei 87% der Einkäufe Scheine und Münzen. Übrigens, die meisten Deutschen sagen, dass sie auch in Zukunft die Möglichkeit haben wollen, mit Bargeld zu bezahlen, nämlich 88%. Das hat eine Umfrage der Bundesbank ergeben. Das gilt auch für Nils. Er möchte sich gerne aussuchen, wie er bezahlt. Deshalb wird die Bundesbank auch weiterhin dafür sorgen, dass ausreichend Bargeld verfügbar ist. Nils findet das gut, denn schließlich hat er auch immer etwas Bargeld dabei.